Hey meine neugierigen Freunde, wenn wir an Würmer denken, dann fällt uns wahrscheinlich als erstes der allseits bekannte und völlig harmlose Regenwurm ein. Regenwürmer sind im Erdboden lebende, gegliederte Würmer aus der Ordnung der sogenannten Wenigborster. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was Borsten mit einem so glatten und schleimigen Wurm zu tun haben. Doch der Schein trügt. Wenn man einen Regenwurm aus der Nähe betrachtet, dann kann man erkennen, dass er aus unzähligen Gliedern besteht, aus denen jeweils 8 kleine Borsten herausragen, angeordnet in Paaren. Diese Borsten bestehen aus Proteinen und Chitin, das heißt aus dem Material, aus dem auch die Panzer von Insekten und Krebstieren bestehen. Das bedeutet, dass sie relativ hart sind, was auch nötig ist, wenn man ihre Funktion betrachtet. Sie dienen zur Fortbewegung in der Erde, indem sie sich mit Hilfe von speziellen Muskeln bewegen und so den Wurm durch den Untergrund befördern. Anders wäre das auch nicht möglich, denn die sonstige Außenhülle des Wurms besteht aus einem sehr glatten Hautmuskelschlauch. Ohne die Borsten wäre es schwierig bis unmöglich, sich durch die Erde zu bewegen. Insgesamt sind Regenwürmer aber sehr harmlose Tiere, die jeder kennt, und viele haben auch kein Problem damit, sie in die Hand zu nehmen. Schließlich sind Regenwürmer Pflanzenfresser. Sie ernähren sich, indem sie ihren Magen mit humusreicher Erde oder verrotteten Pflanzen füllen, aus denen sie dann ihre Energie ziehen. Teilweise befördern sie sogar aktiv Pflanzenblätter von der Erdoberfläche ins Erdreich, um sie dort verrotten zu lassen. Das schaffen sie, indem sie ihr vorderes Ende aufblähen, sodass eine Art Ring um ihre Mundöffnung herausquillt, den sie wie einen Saugnapf verwenden können. Wenn sie diesen an ein Blatt pressen und mit ihrem Rachen einen Unterdruck erzeugen, bleibt das Blatt problemlos an ihnen haften und kann ins Erdreich gezogen werden. Dort wird das Blatt mit Sekreten aus dem Rachen des Wurms benetzt, die die Zersetzung des Blatts unterstützen. Ist das Blatt schließlich verrottet, kann es der Wurm als Nahrung verwerten. Das wirkt doch alles sehr friedlich, oder? Doch es gibt auch Würmer, bei denen es uns eiskalt den Rücken herunterläuft. Und zwar bei dem Gedanken an Bandwürmer. Bandwürmer gehören zu einem ganz anderen Stamm als Regenwürmer, nämlich zum Stamm der Plattwürmer. Das heißt, dass Bandwürmer flach sind und sehr lang werden können. Sie leben als Parasiten, das bedeutet, dass sie ein anderes Tier brauchen, um zu überleben. Bandwürmer sind sogenannte Endoparasiten, die im Darm und Gehirn verschiedener Wirbeltiere leben und dort Hohlräume besiedeln. Haben sie sich erst einmal eingenistet, können sie ungehindert wachsen und sich vermehren, und es ist schwierig, sie loszuwerden. Sie ernähren sich von ihrem Wirt, zum Beispiel von seinem Blut, und können dadurch gesundheitliche Beschwerden und Infektionen bei ihrem Wirt auslösen, was als Parasitose bezeichnet wird. Von den weltweit etwa 3500 bekannten Bandwurmarten gibt es allerdings nur einige wenige Arten, die auch den Menschen befallen, darunter der Fuchsbandwurm, der Schweinebandwurm, der Rinderbandwurm, der Hundebandwurm, der Zwergbandwurm und der Fischbandwurm. Von all diesen Arten kann der Fischbandwurm am längsten werden. Er kann eine Länge von bis zu 20 Metern erreichen. Aber das soll euch jetzt nicht in Panik versetzen. Es gibt gute Wege, um sich vor dem Befall mit einem Bandwurm zu schützen. Dazu findet ihr hilfreiche Tipps im Internet. Es gibt nun also Würmer, die Pflanzen fressen, und Würmer, die als Parasiten in Wirbeltieren leben. Was jetzt noch fehlt, sind jagende Würmer. Aber das gibt es nicht wirklich, oder? Doch, es gibt auch jagende Würmer. Bei den über 18.000 Wurmarten weltweit muss es natürlich auch sowas geben. Und einer dieser jagenden Würmer ist der weltweit verbreitete Riesenborstenwurm, auch Bobbitwurm genannt, der mit einer Länge von bis zu 3 Metern zu den längsten nicht-parasitären Würmern der Welt gehört. Er lebt hauptsächlich in tropischen Gewässern, meistens in 10 bis 15 Metern Tiefe, genauer gesagt im Meeresboden, wo er sich versteckt. Für die Jagd nach Beute streckt er nur seinen Kopf aus dem Sand und lauert, bis etwas vorbeischwimmt. Der Kieferapparat ist der breiteste Teil des Wurms und sehr muskulös. Er kann damit sogar die menschliche Haut durchdringen. Deshalb ist der Riesenborstenwurm in der Lage, Tiere wie kleine Fische, Rotfeuerfische, Tintenfische, andere Würmer, Krebse, Muscheln und sogar giftige Tiere zu erbeuten. Mit seinen 5 langen Tastfortsätzen am Kopf kann er die Umgebung gut einschätzen. Dazu hat er auch noch 2 kleine runde Augen. Seine bis zu 700 Segmente besitzen jeweils an beiden Seiten einen beinähnlichen zweiästigen Fortsatz, der als Parapodium bezeichnet wird.
Diese Fortsätze dienen wie die Borsten beim Regenwurm zur Fortbewegung im Sediment. Da der Riesenborstenwurm allerdings deutlich mehr und auch ausgeprägtere Fortsätze besitzt, gehört er zur Klasse der Vielborster. Diese stärker ausgebildeten Fortsätze ermöglichen es dem Riesenborstenwurm, sich neben dem weichen Sand am Meeresgrund auch in Hohlräumen von härteren Substraten wie zum Beispiel Korallenkalk zu bewegen. Optisch sieht der Riesenborstenwurm ziemlich furchteinflößend und verstörend aus und durch seine beinähnlichen Parapodien erinnert er auch ein wenig an die bekannten Hundertfüßer an Land. Durch seine teilweise farbenfrohe Erscheinung ist er aber auch irgendwie schön. Doch das hält feindliche Tiere nicht davon ab, an ihm so etwas wie Mobbing zu betreiben. Ja, ihr habt richtig gehört. Forscher konnten dieses außergewöhnliche Sozialverhalten bei der Scheinschnapperart Scolopsis affinis beobachten. Hat einer dieser Fische mitbekommen, wie ein Artgenosse von einem Riesenborstenwurm angegriffen wurde, dann positioniert er sich in sicherer Entfernung senkrecht über dem Kopf des Wurms und pustet kräftige Wasserstöße gegen ihn. Anschließend wissen alle anwesenden Scheinschnapper-Artgenossen, dass dort eine Gefahrenstelle ist, die sie vermeiden sollten. Um den Riesenborstenwurm noch mehr zu ärgern, gesellen sich alle Scheinschnapper zu ihrem Artgenossen, der mit dem Mobbing angefangen hat, damit alle gleichzeitig Wasserstöße gegen den Riesenborstenwurm schießen können, sodass dieser sich in das Sediment zurückziehen muss. Ein einzigartiges Sozialverhalten. Übrigens, falls ihr euch bei der Vorstellung des Riesenborstenwurms gefragt habt, welcher wohl der längste nicht-parasitäre Wurm an Land ist, hier ist er. Der in Australien lebende Riesenwurm Megascolides australis, der wie der Riesenborstenwurm eine Länge von bis zu 3 Metern erreichen kann. Er gehört wie der Regenwurm zur Ordnung der Wenigborster und ernährt sich ebenfalls von Pflanzenresten und Wurzeln. Bei Gefahr ziehen sich die Würmer in ihre Bauten zurück, die sich bis zu 1,5 Meter in die Tiefe erstrecken können. Ob solche Würmer anwesend sind, erkennt man oft an dem gurgelnden Geräusch, was entsteht, wenn sie sich in ihrem Bau zurückziehen. Deshalb klopfen Forscher, die auf der Suche nach den Würmern sind, meistens mit ihrer Schaufel auf den Boden, um zu hören, ob solche Würmer in der Nähe sind. Die Tierwelt zeigt uns wirklich immer wieder, welche fantastischen Lebewesen die Evolution hervorgebracht hat. Ich bin immer wieder erstaunt, welche besonderen Tiere es auf der Erde gibt, die oft ganz spezielle Fähigkeiten besitzen. Viele dieser Tiere sind allerdings relativ unbekannt, weshalb ich sie gerne für euch recherchiere. Wenn ihr euch für die Tierwelt in der Tiefsee und an Land interessiert, abonniert gerne meinen Kanal. Hier erscheinen wöchentlich neue Mini-Dokus. Wollt ihr ein weiteres Video über Parasiten und Würmer sehen? Dann schaut euch gerne mein hier angezeigtes Video über ein seltsames Schleimwesen an. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao!